Es ist ja auch im Biathlon nicht immer so, dass alle gleichermaßen gut verdienen. Wenn man Weltspitze ist, ist es natürlich klar. Aber es gibt auch viele, die über die vielen Jahre auch immer sehen müssen, wo sie bleiben. Und das ist einfach schade, weil jeder im Endeffekt genau gleich viel trainiert. Also diejenigen, die in der Weltspitze unterwegs sind, trainieren genauso viel oder vielleicht weniger als diejenigen, die es erst dahin schaffen müssen. Es ist gut, dass es einfach Institutionen gibt, die solche Sportler, die eben keine Sportart haben, wo viel Geld gezahlt wird, da unterstützt und gefördert werden, damit Deutschland auch international mithalten kann.